Also, was wir in den letzten 10 Jahren am Max-Delbrück-Zentrum aufgebaut haben, ist ein neues Forschungszentrum für medizinische Systembiologie. Das ist hier ein Cartoon, aber das Gebäude gibt es jetzt und wir werden Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres dort reinziehen. Wir sind inzwischen 17 Forschungsgruppen und wir bewegen uns in einer Schnittstelle zwischen Computation und Experimenten. Also das ist auch ein bisschen das wahrscheinlich, was meine Forschung auszeichnet. In meinem Labor sind die Hälfte der Mitarbeiter arbeiten hauptsächlich mit dem Computer, die andere Hälfte hauptsächlich mit der Pipette. Und was wir hier versuchen, durch gemeinsame Integration unserer Interessen herauszufinden, ist, wie in Zellen Gene ein- und ausgeschaltet werden, weil wir inzwischen wissen, dass das sehr häufig für Krankheiten von Bedeutung ist und wenig insgesamt über diese Prozesse noch bekannt ist. Hier ist ein Foto und ich glaube, das Gebäude ist wunderschön. Eine Sache fehlt noch. Ich schaue jetzt niemanden an, aber ich schaue hier diesen Flügel an, der da steht. Das wäre ja, ist eine wichtige Sache für ein Forschungsinstitut. Wichtig ist auch zu sagen, dass ich mit diesem neuen Institut, das Max-Delbrück-Zentrum, und der Direktor des Max-Delbrück-Zentrums ist hier, Martin Lohse, dass sich damit das Max-Delbrück-Zentrum nach Berlin reinbewegt. Und ich glaube, das ist strategisch sehr wichtig. Wir sind auf dem Campus der Humboldt-Universität, also können da auch mit den mathematisch-physikalischen Kollegen gut interagieren und sind ein Steinwurf von der Charité, können also gut mit den Medizinern zusammenarbeiten. Das ist unser Eröffnungssymposium. Wer noch Interesse hat, kann mich gerne ansprechen. Es gibt noch, glaube ich, ein paar wenige freie Plätze, ist im nächsten Monat und ich glaube, ganz interessant. Okay, hier ist der Mensch und Thema Digitalisierung. Wir wissen alle, dass der Mensch aus Einheiten besteht, nämlich Zellen. Und wir wissen, dass in jeder Zelle, fast jeder Zelle, eine vollständige Kopie des Erbmaterials vorhanden ist. Das ist das, was sie von Mutter und Vater bekommen. Das ist ihr Erbmaterial in Form der DNA. Und ist wiederum digital gespeichert in der Form von 4 Basen, wissen Sie alle, 4 Buchstaben ACGT. Dieses Buch, ich nenne das jetzt mal das Buch des Lebens, beschreibt mindestens 20.000 Gene. Meistens sind das Abschnitte in diesem Buch, die genau beschreiben, wie ein bestimmtes Protein auszusehen hat. Und der Text zwischen diesen Abschnitten definiert, wo und wann dieses Protein gemacht werden soll. Das ist also das Nicht-Kodierende, das ist das, womit ich mich seit 15 Jahren beschäftige. Das heißt, das Buch beschreibt nicht nur die Komponenten einer Zelle, sondern auch, wie diese zu aktivieren oder zu deaktivieren sind. Also wenn Sie darüber nachdenken, definiert das, die Funktion einer Zelle ist die Summe aller Genaktivitäten. Zellen sind sehr verschieden, weil sie verschiedene Funktionen haben. Und diese Funktion wird bestimmt dadurch, welche Gene ein- und ausgeschaltet sind. 20.000 Gene, die ein- oder ausgeschaltet werden können, ist eine unvorstellbar astronomisch große Zahl von Möglichkeiten und erklärt die ungeheure Variabilität, die das Leben einnimmt. Und in der es auch evolvieren kann. Aber wir können, um jetzt mal konkret zu werden, eine Zelle dadurch beschreiben, dass wir für jedes Gen messen, wie viele Kopien sind von diesem Gen gemacht worden, zum Beispiel von dem Protein. Das ist eine Zahl, hat man gezählt. Und wenn Sie das für jedes Gen machen, bekommen Sie eine Zahl in einem hochdimensionalen Raum oder einen Vektor, wenn Sie sich das so vorstellen wollen. Das ist also ein Punkt in einem 20.000-dimensionalen Raum.
Das können Sie vielleicht mal so mitnehmen jetzt für den Rest des Vortrags. Und ich glaube, was ich Ihnen begreiflich machen möchte, ist, dass wir das Buch des Lebens ja inzwischen kennen. Das ist sequenziert worden durch das menschliche Genomprojekt, hat 15 Jahre gedauert und sehr viel Geld gekostet. Aber wir kennen es inzwischen und Sie können es sich auch angucken, können Sie ins Internet gehen und wirklich genau dieses Buch betrachten. Aber was wir sehr schlecht verstehen, ist, wie dieses Buch eigentlich gelesen wird. Das heißt, wie entscheidet eine Zelle, welche Gene jetzt gemacht werden sollen, also in welchem Punkt des 20-dimensionalen Raums die Zelle sein möchte. Das ist schlecht verstanden und ist, finde ich, der logische nächste Schritt nach dem menschlichen Genomprojekt, den wir aufklären müssen, nämlich die Aktivität, das Lesen des Buch des Lebens in jeder Zelle zu verstehen. Das ist also, glaube ich, und das sehen viele Kollegen auch so, ein neues Abenteuer, es ist ein riesenhaftes Unterfangen. Wenn Sie nochmal darüber nachdenken, dass es eben so eine ungeheure Zahl von Möglichkeiten gibt, in der sich die Zelle bewegen kann. Also auf der anderen Seite, glaube ich, unabdingbar diesen Weg zu gehen oder dieses Abenteuer sich darauf einzulassen, weil wir, glaube ich, nur dadurch verstehen können, was wirklich eine Zelle wirklich in ihrer Funktion ausmacht und molekular definiert. Ich glaube, diese Reise kann man jetzt antreten und das ist bedingt durch Technologien, die in letzter Zeit entwickelt worden sind und wirklich, glaube ich, vollständig die Lebenswissenschaften durchdringen werden. Es sind Sequenzierungsmethoden, die es jetzt erlauben, für jede einzelne Zelle die Genexpression auszuwerten, aber das nicht einfach für eine Zelle, sondern für Tausende oder Zehntausende von Zellen parallel. Das heißt, in meinem Labor zum Beispiel können wir auf einem Gerät, das ist vielleicht so groß hier wie das Pult, wirklich über Nacht 50.000 Zellen in ihrer Genaktivität untersuchen, parallel. Und hier ist hier nur ein Zitat von einem Papier, das eine von den vielen Sequenzierungsmethoden darstellt, die gerade entwickelt werden, aber wo klar gemacht wird, dass was passieren wird, ist, dass wir Milliarden von einzelnen Zellen über Nacht oder in sehr kurzer Zeit anschauen können. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel geben, was man, um das mal etwas konkreter zu werden, was man jetzt schon machen kann, was man jetzt schon mit diesen Methoden anschauen kann. Ich habe das Beispiel auch gewählt, nicht nur, weil wir es selbst gemacht haben und ich das sozusagen begeistert davon bin, sondern auch, weil Sie es wahrscheinlich kennen, das ist ein ganz berühmtes Entwicklungsbiologie-Modell, der Fliegenembryo. Christiane Lüstlein-Vollhardt hat für die Entdeckung mit Kollegen, für die Entdeckung von den Genen, die diese Entwicklung steuern, den Nobelpreis bekommen und war, wenn ich recht informiert bin, auch Präsidentin hier dieser Vereinigung. Das heißt, Sie werden schon das Bild gesehen haben, das ist der Fliegenembryo. Zu dem Zeitpunkt sind die Zellen alle an der Oberfläche des Embryos. Der Embryo besteht aus ungefähr 6000 Zellen. Und wir betrachten hier ein 10-Minuten-Zeitfenster aus der Entwicklung. Der Embryo entwickelt sich ja sehr schnell. Und wir wollen jetzt mal einen Zeitpunkt in dieser Entwicklung verstehen. Wir wissen aus der Genetik, dass jede Zelle hier unterschiedlich ist. Jede Zelle wird nämlich einen anderen Teil des adulten Tiers machen. Das heißt, jede von diesen 6000 Zellen hat ihr eigenes molekulares, ihre eigene molekulare Identität. Es ist deswegen, wenn man die Entwicklung verstehen will, unabdingbar, dass man die Genexpression in jeder Zelle anschaut. Bisher war das nicht möglich. Es war nur für einzelne Gene möglich, indem man sogenannte In-Situ-Hybridisierung gemacht hat, indem man sagt, okay, für ein bestimmtes Gen möchte ich mir es anschauen, in welchen Zellen es aktiv ist und dann kann man mit einer
ziemlich aufwendigen Methode das sichtbar machen. Ich zeige Ihnen auch gleich ein Bild. Aber was bisher nicht möglich war, ist wirklich zu sagen, für jede Zelle, was sind wirklich die Gene, die hier in jeder Zelle aktiv sind oder nicht aktiv sind. Okay. So, was wir mit Robert Zinsen gemacht haben, das ist ein, leitet ein Fliegenlabor am MDC. Wir haben die Embryos aufgemacht, dissoziiert und dann jede einzelne Zelle sequenziert. Und wenn ich jetzt sage sequenzieren, dann meine ich immer die RNA sequenziert, also ein Abbild von der Genexpression. Und was wir dann in der Lage waren herzustellen, ist ein, was wir nennen, den virtuellen Fliegenembryo. Der lebt jetzt auf dem Computer. Und das ist hier kein Cartoon, sondern jeder Punkt hier ist die wirkliche Position eines Nukleus von jeder Zelle dieses Embryos. Und Sie können für praktisch jedes Gen, was in dieser Zeit der Entwicklung aktiv ist, den Namen in den Computer eingeben und bekommen eine sozusagen in silico Genexpressionskarte. Und Sie können das auch für verschiedene Gene gleichzeitig machen und haben jetzt also einen auf dieser Ebene vollständig aufgelösten Embryo vor sich. Das ist erstmal eine Karte, was kann man daraus lernen? Ich werde jetzt hier nicht drauf eingehen, aber wir haben einiges gelernt. Wir haben neue Gene gefunden, die in dieser Entwicklung wichtig sind. Und wir haben auch einen Signaling Pathway gefunden, von dem bisher nicht bekannt war, dass er in dem Embryo zu dieser Zeit überhaupt aktiv ist, und haben dadurch verstehen können, wie ein Teil der Zellen zu diesem Zeitpunkt aus der Synchronizität der Zellteilung austreten kann. Was man auch machen kann mit Single-Cell-Sequencing, ist natürlich, sich Krankheiten direkt anzugucken. Das war jetzt erstmal ein Beispiel aus dem Raum. Was ich noch vergaß zu erwähnen, und ich hoffe, ich werde Zeit haben, darauf zurückzukommen. Ich habe hier ein bisschen geschummelt. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. Wenn man den Fliegenembryo in einzelne Zellen dissoziiert und jede Zelle sequenziert, ist natürlich die Frage, woher ich am Ende weiß, wenn ich eine Zelle sequenziert habe, wo sie eigentlich herkommt. Also wie bin ich eigentlich in der Lage, hier dieses Bild herzustellen. Dazu haben wir eine mathematische Methode benutzt, indem wir ein paar in situs benutzt haben von einzelnen Genen und waren dadurch in der Lage zu erraten, dadurch, dass man sich anguckt, welche Kombination von Genen ist in der sequenzierten Zelle aktiv, von welchem Bereich dieses Embryos die Zelle kommt. Ich werde versuchen, darauf noch ein bisschen einzugehen, weil wir glauben, dass man durch tatsächlich reine Informatik inzwischen Teile von diesem Embryo oder von der Gestaltung von Genexpression im Raum rekonstruieren kann. So, hier ist ein solider Tumor, den haben wir dissoziiert. Das ist eine Kollaboration mit Walter Birchmeier am MDC. Das ist ein Mausmodell für einen Speicheldrüsenkrebs. Und Sie sehen hier eine Karte, die in unserem Feld häufig gezeigt wird. Das ist eine niedrigdimensionale Karte, zweidimensional, wie Sie sehen. Und wir brauchen das, um die hochdimensionalen Daten irgendwie verstehen zu können. Jeder einzelne Punkt ist eine Zelle oder genauer gesagt die Genexpression über tausende von Genen in einer Zelle. Wenn zwei Punkte nah aneinander dran sind, dann sind diese Zellen in ihrer Genaktivität ähnlich. Wenn sie weiter weg sind, sind sie weniger ähnlich. Und was Sie jetzt sehen, sind, dass in dieser Projektion von einem 20.000 dimensionalen Raum gibt es Cluster, einzelne Gruppen von Zellen, die zueinander ähnlicher sind als zu allen anderen Zellen. Und wie Sie vielleicht erraten können, sind das Zelltypen, die in dem Speicheldrüsensystem vorhanden sind, die man auch klassisch schon kennt. Und wir waren deswegen in der Lage, diese Karte hier zu annotieren, das heißt festzustellen, welche Zelltypen sind hier eigentlich genau vorhanden. Und da wir hier ein genetisches Modell haben, können wir vergleichen das gesunde Tier zu dem Krebs.
Und wir sehen dann hier in Rot und in Blau, welche Zellen sowohl im gesunden wie im kranken Tier da sind und welche sind spezifisch für den Tumor. Ich kann jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ich möchte sagen, was wir hier gefunden haben, das glaube ich zum ersten Mal, dass man das wirklich so in der Natur findet, sind, was wir glauben, dass das Cancer Stem Cells sind, von denen wir glauben, dass sie dafür zuständig sind, dass nach einer Behandlung der Krebs wieder zurückkehren kann. Das heißt, wir können in diesem 20.000-dimensionalen Raum, ja, durch Ausmessen der Zellen haben sie die Präzision, so einen winzigen Teil dieses Raums zu lokalisieren und funktionell zuordnen zu können. Das demonstriert vielleicht ein bisschen die Power, die hinter diesen Methoden steckt. So, jetzt gibt es wie im menschlichen Genomprojekt eine internationale Kollaboration, wird koordiniert vom Broad Institute in den USA und vom Wellcome Trust in UK. Und die Mission ist mutig, nämlich alle Zellen im menschlichen Körper zu vermessen mit den Methoden, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Das ist also wirklich eine Karte der aller menschlichen Zellen. Das ist hier von der Webseite und ich kann Ihnen nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Da werden die Protagonisten vorgestellt, die Konsortien, die sich gebildet haben, um verschiedene Organe jetzt genauer zu studieren. Und Sie können da auch mitmachen, wenn Sie wollen. Es ist ein offenes Konsortium. Sie können auch zu den Meetings gehen. Aber die Mission ist von dem Genomprojekt eben die nächste Stufe zu schaffen, nämlich wie wird das Buch des Lebens in jeder Zelle benutzt. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Unterfangen, absolut notwendig zum Verstehen des menschlichen Lebens, ist keine Frage. Aber ich glaube, wirklich spannend wird es, wenn man sich Änderungen anschaut. Das heißt, nicht einfach eine Karte nur zu machen von dem gesunden Menschen, so wie es dieses Konsortium machen will, sondern wirklich zu verstehen, was sind Veränderungen, wenn ein Körper krank wird. Ganz generell sind es Veränderungen in Raum und Zeit. Also einmal während der Entwicklung ändern sich die Zellen natürlich, maturieren, differenzieren. Das sind Änderungen, die man verstehen muss. Man möchte verstehen, genau wie Development funktioniert. Im Raum sind Zellen heterogen, das habe ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt. Sie haben auch das Bild von dem Embryo gesehen. Jede Zelle oder viele Zellen sind, je nachdem, wo sie im Raum sitzen, von unterschiedlicher Funktion. Und dann, wenn es Krankheiten gibt, fangen an, sich Zellen zu verändern. Ja. Und ich glaube, es sind diese Änderungen, die wir wirklich verstehen wollen. Ich glaube, es ist auch ein ganz allgemeines Anliegen von Naturforschern und von Wissenschaftlern, nicht nur Karten zu machen, sondern auch zu verstehen, wie sich Karten verändern und was die Ursache und Wirkungen sind, die diese Veränderung hervorbringen. Also mal ein paar Jahrhunderte zurückzugehen, wenn Sie die Prinzipien der Mathematik lesen von Newton, dann steht in der Einleitung beschrieben, was er dachte, was eigentlich die Wissenschaft leisten soll, nämlich die Ursache von Veränderungen zu verstehen. Und ich glaube wirklich, dass was unsere Aufgabe ist in diesem Gebiet, ist zu verstehen, wie Zellen von einem Zustand zum nächsten gelangen. Und wenn Sie das wirklich verfolgen wollen, dann müssen Sie in der Lage sein, vorherzusagen, was eine Zelle in der Zukunft machen wird. Und Sie sollten auch in der Lage sein zu verstehen, was die Historie einer Zelle ist. Wenn Sie eine Zelle anschauen, wie ist eigentlich diese Zelle entstanden, durch was für Phasen von Biologie ist sie gegangen, zum Beispiel wie hat sie mit den Nachbarzellen interagiert in dieser Zeit. Und
Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, ich habe Ihnen ja gesagt, man kann eine Zelle beschreiben durch einen Punkt im 20.000-dimensionalen Raum. Und Sie können sich jetzt vorstellen, was wir wollen, ist zu verstehen, wie sich diese Zelle in diesem 20.000-dimensionalen Raum bewegt. Das ist also wie vielleicht ein Raumschiff fliegt durchs All, wollen wir verstehen, wo die Zelle, wo sie herkommt und wo sie hingeht. Wir nennen das auch Tracking. Ich möchte auch sagen, das ist so ein bisschen, erlauben Sie mir den kleinen Sidetrack. Es ist meiner Meinung nach ein bisschen vielleicht so, wie es schon mal in der europäischen Historie passiert ist. Galileo hat um 1600 sehr starke Teleskope gebaut, die es ermöglicht haben, die Bewegung der Planeten zu studieren. Das hat dann zu sehr detaillierten Karten geführt, die zum ersten Mal quantitativ die Planetenbewegung dargestellt haben. Und dann wurde es eher kompliziert, dann musste Mathematik erfunden werden, Infinitesimalrechnung, und dann mussten Prinzipien gefunden werden, nämlich was Newton geleistet hat, um tatsächlich diese Karten zu verstehen. Und wenn Sie sich erinnern, was Newton gemacht hat, ist genau Veränderung zu beschreiben und eine Ursache-Wirkung zu finden, um diese Veränderung vorherzusagen. Und ich glaube, was bei uns in den Life Sciences notwendig ist, ist eine in Analogie, diese hochdimensionalen Genexpressionsräume und die Bewegung, die darin stattfinden, die Wechselwirkung zwischen den Zellen in diesem hochdimensionalen Raum, erstens zu beschreiben und zweitens zu versuchen, Prinzipien zu finden, mit denen wir diese Änderung vorhersagen können. Ich glaube, das ist nur möglich durch die neuen Formen von Machine Learning, die entwickelt werden. Es ist vielleicht kein Zufall, dass das alles zusammenkommt, die neuen Methoden der Sequenzierung, die ich vorgestellt habe, und die Machine Learning Advances. Und ich möchte sagen, dass es im Bereich des Machine Learnings nicht nur so ist, dass wir Big Data beschreiben können oder aufgrund von Korrelationen auch in gewissem Grade Big Data oder Verhalten vorhersagen können. Es ist auch so, dass Machine Learning anfängt, Methoden zu entwickeln, um Ursache und Wirkung auseinanderzudröseln. Und das ist, was finde ich, sehr Spannendes. Es ist ein eigener Forschungszweig in Machine Learning. Und ich glaube, dass es vielleicht interessant ist, darüber nachzudenken, dass diese Methoden uns helfen werden, auch in der hochdimensionalen Biologie anzufangen, Mechanismen nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu verstehen. Wir haben in Europa jetzt ein Konsortium auf die Beine gestellt, was vom Max-Delbrück-Zentrum koordiniert wird. Es nennt sich Lifetime. Es geht darum, das Buch des Lebens über die Zeit zu verstehen. Also die Progression von Krankheiten zu verstehen, um genauer zu sein. Es sind über 53 Institutionen und es wird zusammen mit Geneviève Almousny vom Institut Curie in Paris koordiniert. Und was wir machen ist, wir betrachten den Menschen, Onset of Disease und dann hoffentlich Treatment und Therapy Response auf Einzelzellebene. Ich glaube, das ist tatsächlich zum ersten Mal, dass man sowas systematisch machen kann. Bisher konnten wir Gewebe im Wesentlichen nur als grobe Einheit betrachten, molekular. Das stimmt natürlich nicht ganz, man kann Fax sortieren und so weiter, aber diese Methoden waren, glaube ich, nie in der Lage, wirklich systematisch solche Veränderungen in dieser Tiefe zu erfassen. Das heißt, wir wollen solche Einzelzellmethoden entwickeln, mit Machine Learning koppeln und den personalisierten Organoiden und anderen Disease Models testen. Ich glaube,
fest dran, dass es nicht nur darum geht, Sachen zu beschreiben, sondern eben auch vorherzusagen, und dazu gehört es eben auch, Hypothesen zu testen. Um das zu machen, braucht man Systeme. Es gibt inzwischen viele Möglichkeiten, sogenannte Organoide von individuellen Patienten herzustellen, die in verschiedenen Organen die Pathogenese reflektieren können. Und wir können dann in diesen Organoiden Experimente machen, was natürlich im einzelnen Menschen nicht möglich ist. Das sind hier die Institutionen. Dahinter sind, möchte auch sagen, dass die Leopoldina sich hier unterstützt, möchte mich auch ganz herzlich für bedanken. Ich möchte jetzt nochmal zu einem Beispiel kommen, was wir tatsächlich im Labor machen, wo wir anfangen, die Zukunft zu versuchen vorherzusagen von einzelnen Zellen. Also einmal müssen Sie wissen, dass die Methoden, das ist hier so ein Apparat, mit dem wir zigtausende von Zellen erfassen können und letztlich sequenzieren können, ist nicht besonders komplex. Das hat ein Undergrad bei mir im Labor zusammengebaut und sehen auch, das muss nicht alles immer super teuer sein, um spannend zu sein. Ich glaube, nicht das Prinzip erklären können hier, aber ich möchte sagen, was die Methoden machen, ist, wir zählen wirklich einzelne Moleküle in einzelnen Zellen mit Biochemie, die miniaturisiert ist, in dem Zellen in kleinen Droplets eingefangen werden, sodass die chemischen Reaktionen effizient und auf Einzelebene stattfinden können. Aber ich kann Ihnen mal zeigen, wie schnell das geht. Das ist hier einfach durch das Mikroskop mit einem iPhone gefilmt. Sie sehen hier, in jedem einzelnen Droplet ist eine Zelle gefangen und das Transkriptom der Zelle gefangen. Und wir können dann diese Droplets in einem sequenzieren und hinterher bioinformatisch auf einzelne Zellen zurückprojizieren. Wir sehen die rasende Geschwindigkeit, mit der das geht. Ziemlich weit weg von den ursprünglichen Anfängen, das menschliche Genom zu sequenzieren. Ich möchte auch sagen, dass wir inzwischen auch Proteine quantifizieren können in einzelnen Zellen. Das ist vielleicht jetzt mehr für Spezialisten. Aber bisher habe ich ja nur über RNA gesprochen. Da kann man immer sagen, ja, wo sind die Proteine? Gibt es natürlich nochmal komplizierte Regulation. Aber was wir inzwischen machen können, ist, wir können Antikörper an Oligos koppeln, biochemisch. Können diese auf die Zellen bringen und nur die spezifisch binden, werden in den Droplets gefangen. Und da sie in Oligos gekoppelt sind, können wir durch das Sequenzieren tatsächlich dann die Proteine, die spezifisch gebunden haben, in den einzelnen Zellen auch quantifizieren. Es ist sozusagen wie Fax, klassisches Fax, nur ohne Gating und im Prinzip für hunderte von Antikörpern in parallel, was mit normalem Fax natürlich nicht möglich ist. Also da kann man maximal, ich glaube, bis 10 oder 15 gehen und dann wird es wahnsinnig kompliziert. Wir können hier locker ein paar hundert Proteine anschauen und hier haben wir Zellen mit klassischen Immunmarkern, also mit klassischem Fax, mit zwei Antikörpern sortiert. Das sind die Daten, normales Fax. Hier ist unser erster Run, den wir mit so einem Sequencing gemacht haben. Das ist also jetzt kriegen wir hier für Einzelzellen nicht nur die RNA raus, sondern auch die Proteine, die in der einzelnen Zelle aktiv waren. Können Sie sich vorstellen, wenn man das für Krebs macht oder für Infektionen oder für andere Systeme, man kann ja Aptamer-Libraries verwenden, das ist auch nur ein kleiner Nebenbemerkung, kann man, glaube ich, sehr leicht eine riesige Zahl von neuen Targets bekommen. So, ich möchte jetzt, ich habe den Raum besprochen, möchte nochmal auf die Zeit eingehen. Diese Tiere haben wir im Labor, sind unsterblich. In dem Sinne, dass jedes Tier fortwährend alte Zellen
durch neue ersetzt, die es durch Stammzellen ausdifferenziert. Das heißt, so ein Tier können Sie mehr oder weniger im Wasserglas halten und nach ein paar Jahrzehnten sieht es genauso jugendlich aus wie vorher. Kann man sich was von abgucken. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben die Tiere dissoziiert. Das sind komplizierte Tiere, also mit Hirn, Behavior, Jagen nach Beute und so weiter. Haben von adulten Tieren jede Zelle, in Anführungsstrichen, sequenziert und haben das Diagramm erstellt, was ich Ihnen vorhin schon erklärt habe. Und haben dann in jedem von den Clustern genau geguckt, was für Zellen sind das. Wir wissen ja, welche Gene da hinter den Datenpunkten stecken. Haben neue Zelltypen gefunden, die vorher nicht bekannt waren, haben wir validiert natürlich. Aber was wir uns eigentlich erhofft haben, ist, weil diese Tiere ständig ihre eigenen Zellen durch neue ersetzen, haben wir uns erhofft, dass wir eigentlich alle developmental lineages sehen sollten, die das Tier besitzt. Also von der Stammzelle bis zum ganzen Tier, müssen ja verschiedene Zelltypen hergestellt werden aus der einzelnen Stammzelle. Und wir haben gedacht, wenn es wirklich so ist, dass das Tier ständig alle Zellen ersetzt, dann müssen alle diese Pathways aktiv sein. Das heißt, wenn wir einfach das Tier durchsequenzieren, alle Zellen, sollten wir im Prinzip in der Lage sein, alle diese Lineages zu sehen, also den Lebensbaum von dem Tier zu rekonstruieren. Und was man hier erstmal sieht, ist, dass die Stammzellen irgendwie in der Mitte sitzen von dem Plot, von diesem Weltall sitzen die in der Mitte. Und dann geht es irgendwie radial nach außen in die Zelltypen. Das haben wir auch dann validiert, indem wir Stammzellen nochmal purifiziert haben, sequenziert haben. Sieht man, die kommen wirklich in die Mitte. Dann haben wir proliferierende Zellen eliminiert. Sieht man, dass die Zellen hauptsächlich in der Peripherie landen. Dann kam sozusagen die eigentliche Arbeit, die wir dann mit Fabian Theis vom Helmholtz-Zentrum in München gemacht haben. Der war nötig, einen eigenen Algorithmus zu entwickeln, weil die bestehenden diese Datenmengen nicht handhaben konnten. Wir waren in der Lage, tatsächlich den Baum also es ist eine Annäherung an den Baum, aber es ist eine erste Skizze von dem Baum, mit dem das Tier gemacht wird. Wir sehen hier die Stammzellen und alle Zellen, die wir in dem Tier beobachtet haben, können wir auf diese Stammzellen zurückführen. Ja. Was man jetzt machen kann, ist, man kann herausfinden, welche Gene sind für diese Entscheidung verantwortlich. Und das machen wir, indem wir alle Gene gegen alle Lineages von diesem Baum clustern. Und dann kriegen wir Gruppen von Genen, die spezifisch aktiv sind in bestimmten Bereichen des Baums. Also Sie können so lernen, was für Mechanismen eigentlich verantwortlich sind, um den Muskel zu machen, um das Neuron zu machen und so weiter. Aber jetzt möchte ich auf das für mich vielleicht im Moment Spannendste kommen. Und das ist das Vorhersagen der Zukunft einer Zelle. Ist das überhaupt möglich? Und es stellt sich raus, dass es so in einem Zeitfenster von 1-2 Stunden für viele Zellen möglich ist. Das heißt, wenn wir eine Zelle angucken und sequenzieren, dann können wir vorhersagen, wo diese Zelle in circa 1-2 Stunden in diesem hochdimensionalen Genexpressionsraum wahrscheinlich sein wird. Da gibt es noch alle möglichen Probleme und so weiter und so fort, aber trotzdem fängt sich an, eine gewisse Logik rauszukristallisieren und das möchte ich kurz erläutern. Ich muss den Chair fragen, wie viel Zeit ich noch habe. 5 Minuten? Ja. Okay. Also der Punkt ist, dass wenn man RNA sequenziert, dann sieht man sowohl die maturierten RNA-Moleküle wie die nicht maturierten RNA-Moleküle. Nicht maturiert heißt, dass sie noch Introns besitzen. Und wenn Sie jetzt ein Gen angucken und Sie sehen, da gibt es eine Riesenmasse von unprozessierten RNAs von diesem Gen und nicht prozessierten RNAs, dann ist es ein Indiz dafür, dass die Zelle gerade ganz viel von diesem Gen hergestellt hat, von dieser RNA, aber noch nicht genügend Zeit verstrichen ist, dass diese RNA maturiert ist. Das heißt, die Vorhersage ist in einem solchen Fall, dass die Genexpression in der Zukunft heraufgehen wird.
Das kann man mathematisch formulieren, das ist nicht unsere Idee, es wurde von Linasson und Katschenko publiziert. Aber man kann damit nach dem Satz von Taylor die Zukunft einer Messenger-RNA von einem Gen vorhersagen. Und da wir das im Prinzip über alle Gene machen können, können Sie jetzt in diesem hochdimensionalen Raum, haben Sie nicht nur einen Punkt, sondern Sie können diesen Punkt mit einem Pfeil versehen und dieser Pfeil deutet in die Zukunft. Und die Länge von diesem Pfeil steht für die Geschwindigkeit, mit der die Zelle sich in diese Zukunft bewegt. Wenn wir das auf unseren Planarien anwenden, dann sehen wir tatsächlich, dass hier von den Stammzellen die Zellen in die richtige Richtung marschieren. Verstehen Sie? Das ist eine Sache, die wir aus dem Baum nicht einfach so herausbekommen. Der ist nur statisch, der hat keine Richtung. Aber hier sehen wir tatsächlich, dass die RNA uns preisgibt, wie die Zukunft von einer einzelnen Zelle aussehen wird. Sie können das noch genauer sehen. Hier ist die Entwicklung des Muskels, wie die einzelnen Zellen in ihre Entwicklungsschicksale reinmarschieren. Wir können das in verschiedenen Systemen, wir haben ja auch Nervenzellen, wo wir sehen können, wie bestimmte Entwicklungshürden genommen werden von den Zellen in dieser Raumzeit. Aber ich möchte jetzt abschließen mit was ganz Einfachem und was natürlich deswegen auch Fundamentalen, und das ist der Zellzyklus. Das ist nicht publiziert und vielleicht dann auch nochmal spannend. Wenn Sie eine normale wachsende Zellkolonie sequenzieren, diese Zellen sind nicht synchronisiert, die sind in verschiedenen Phasen des Zellzyklus, was würden Sie erwarten, wie die Daten aussehen? Die Daten sollten irgendwie den Zellzyklus widerspiegeln. Sie sollten sehen, dass bestimmte Zellen in der S-Phase sind, andere in der M-Phase und so weiter. Tatsächlich, wenn wir das machen, wir machen im Wesentlichen hier eine sogenannte Principal-Component-Analyse. Sehen Sie, dass die Zellen auf einen zweidimensionalen Raum zusammenschnurren und ungefähr einen Kreis bilden. Und das ist tatsächlich nicht trivial. Also wenn Sie sich das mal überlegen, Sie fangen an irgendeinem Punkt im 20.000-dimensionalen Raum an, und Sie müssen jetzt irgendwie den Zellzyklus hinter sich bringen und alles, was Sie wissen, ist, dass Sie am Ende wieder da rauskommen müssen, wo Sie gestartet sind. Und dann gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Also auch sehr komplizierte Trajektorien in diesem Raum. Die Tatsache, dass es ein zweidimensionales Objekt ist, auf dem sich die Zellen in diesem Raum bewegen, lässt sich interpretieren. Nämlich dadurch, dass wenn Sie mit einer bestimmten Geschwindigkeit in eine bestimmte Richtung losmarschieren, dann ist die zweidimensionale Figur diejenige, die die minimale Änderung von diesen Geschwindigkeiten beschreibt. Mit anderen Worten, das System scheint darauf, die Zellen scheinen darauf evolviert zu sein, es zu vermeiden, Änderungen in der Synthese von Genen für viele Gene zu machen, sondern wie wir nennen, diese Beschleunigung zu minimieren. Das gibt ihnen eine zweidimensionale Scheibe. Und es gibt ihnen auch das Runde der Scheibe. Es könnte ja immer noch was anderes sein. Aber der Kreis ist genau die geometrische Figur, die eine Minimierung der Geschwindigkeit zum Ausdruck bringt. Und tatsächlich, das habe ich Ihnen gerade, also wir können hier lernen, ich glaube, wir fangen an, hier was zu verstehen. Und wir können dann auch Vorhersagen machen. Das ist hier unsere Geschwindigkeitsanalyse für diese Zellen. Und Sie sehen, dass tatsächlich die Geschwindigkeiten der Zellen die Zukunft vorhersagen, indem sich die Zellen in diesem Raum bewegen. Das heißt, wir fangen an, durch einfache Prinzipien zu verstehen oder zu lernen und mit diesen Prinzipien auch in der Lage zu sein, tatsächlich die Zukunft vorherzusagen. Wie gesagt, es gibt noch alle möglichen Probleme und der RNA-Metabolismus ist auch nur so viel. Das handelt sich um Zeitraum von einer halben bis paar Stunden, mit denen wir das können. Aber die Methoden schreiten voran und ich glaube, dass wir die Dynamik von den Prozessen der Genregulation, die Parameter immer weiter ausmessen werden und dadurch zu immer besseren Vorhersagen kommen können. Ich habe keine Zeit, auf eine Sache einzugehen, das ist ein bisschen schade. Wir haben auch ein Prinzip gefunden, mit dem wir die
Zellen die Genexpression im Raum beschreiben können. Wir können tatsächlich jetzt den Fliegenembryo mit Hilfe von de facto informationstechnischen Methoden rekonstruieren, ohne Hilfe von Imaging-Daten. Das Prinzip ist ganz einfach. Das Prinzip ist, dass über alle Gene gesehen die Änderung von Genexpression kontinuierlich ist von Zelle zu Zelle. Das heißt nicht, dass es nicht Streifen gibt oder harte Brüche von Genexpression von einer Zelle zur nächsten, sondern nur, dass über alle gesehen, Gene gesehen, diese Änderungen kontinuierlich sind. Wenn Sie das machen, haben wir gelernt mit Nir Friedman von Hebrew University, dieses Problem kann man mappen auf optimale Transporttheorie. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber da gibt es dann mathematische Methoden, mit denen man diese Optimierungsaufgaben lösen kann. Wir konnten anfangen, die ersten Zellstrukturen räumlich damit vorherzusagen. Ich möchte jetzt damit, hier in der Mitte, das ist noch dieser Vortex, können Sie mal drüber nachdenken, was Ihnen das sagt. Was für ein Punkt ist denn das, um den die Zellen sozusagen in diesem Raum herumrotieren? Ja, das ist irgendwie eine Superposition von verschiedenen Phasen des Zellzyklus. Es ist interessant, darüber nachzudenken, was es bedeutet. Sie können sich auch überlegen, wenn Sie den Zellzyklus unterbrechen, dann können Sie jetzt vorhersagen, in welche Richtung die Zellen sich entwickeln werden, nämlich tangential an den Kreis. Okay, also es geht dahin, dass wir anfangen, eine Zellzyklusgleichung aufzuschreiben. So weit sind wir noch nicht, aber wir arbeiten dran. Und damit könnte man dann wirklich für ein System vorhersagen, wo genau die Zelle in einer halben Stunde sein wird. Okay, ich möchte jetzt schließen. Ich glaube, dass was hier passiert ist, eine sehr spannende Verschmelzung von der Theorie von dynamischen Systemen, von Informatik, von Molekularbiologie und von Medizin. Ich glaube, das Interesse, was das Konsortium, von dem ich kurz sprach, Lifetime geweckt hat, zeigt, dass das ein breites Interesse ist. Und ich glaube, was in den nächsten 10, 20 Jahren noch viel Spannendes vor sich hat. Das sind die Leute in meinem Labor, die die Arbeiten gemacht haben, die ich im Detail vorgestellt habe, bei denen ich mich sehr herzlich bedanken möchte. Meine Kollaborateure, insbesondere Nir Friedman von Hebrew University, die Funding Agencies, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.